Kapitän, Euer Gnaden. ihr erinnert euch doch sicherlich noch daran, dass Badaios davon erzählte, dass die Arche ein Kind gebären wird. Ja, leidlich. Ich habe dieses Wesen, dieses was auch immer es ist, in die Maulgrotte verfrachtet. Mit eurem Einverständnis werde ich die Säure aktivieren, um diese Arche, dieses Abart zu vernichten. Das könnt ihr einfach so. Ich werde es herausfinden, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Na gut, aber seid auf der Hut, dass die Steuerfrauen euch keine Späße vorsetzen. Natürlich. Vielleicht solltet ihr noch einmal mit Magister Kolra vorher reden. Sie hatte doch Interesse gezeigt darin, zumindest zu erforschen, wie diese Eichen sich fortpflanzen, damit man rausfinden kann, wie man es stoppen kann. Natürlich. Beim Thema Stoppen wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir hingehen und das Ding selbst abstechen. Ich meine, vielleicht lassen sich daraus Erkenntnisse gewinnen, wie man eine große Arche tötet. Nun, kann zwar die Arche kontrollieren, allerdings hatten sie mir durch die Blume hindurch verraten, dass wenn ich ihr Kind angreife, sie sich wahrscheinlich trotzdem wehren kann. Was bedeutet, dass ich versuche, so viel Abstand zwischen mir und dem Kind zu haben, während ich es versuche zu töten. Beziehungsweise, wenn ich den Befehl gebe, dass sie mit der Säure ihr eigenes Kind tötet, dann hat sie theoretisch ihr eigenes Kind getötet. Eine Sinnenschärfeprobe bitte von euch allen. Verfluchter Mist! Gepatzt. Auf Jalan setzt sich gerade ja sowas wie ein paar Sporen ab. Sehe ich das auch oder sieht das nur Kiaras? Merke ich das? Du merkst das nicht. Nee, du Okay. bist gerade dabei, dich mit den anderen zu unterhalten. Schaust so ein bisschen auf die Maulgrotte. Ich pack Jalan am Kragen und zieh ihn weg. Ach, um Himmels Willen, Kiaras, was ist denn? Wortlos starre ich auf diese Sporen. Sind die jetzt auf ihm drauf oder schweben sie mir hinterher oder was Die passiert? schweben gerade von oben, kannst nach oben blicken, stehst gerade neben der Arche. Da haben sich wohl Knospen gebildet, die jetzt gerade aufgeplatzt sind und jetzt durch Winde sich gerade in Richtung der Maulgrotte, Nährhöhle bewegen, wie man jetzt eher sagen müsste. Und einige haben sich jetzt auch auf Jalan niedergelassen, andere schweben jetzt auch auf euch zu. Müssen raus hier, sofort. Ich Ich winde mich erstmal. klopf Jalan, versuche Jalan schon so die Schultern abzuklopfen, um loszuwerden und ziehe beide jetzt aus dem Raum raus. Gut, wenn er Panik hat, dann geht's erstmal nach draußen. Kurze Frage, wo befinden wir uns gerade? Irgendwo vor der Arche, vor der Maulgrotte und guckt so ein bisschen da Also, rein. dann ziehe ich sie von der Maulgrotte weg. Okay. Es sind so kleine Pollen, kleine schwebende Partikelchen, ähnlich wie Sonnenblumen, die haben so einen kleinen Kern und drumherum befinden sich dann mehrere, Lamellen. Schaut dort. Die Arche tut irgendwas. Jalan, überall auf euch sind diese Sporen gelandet. Was? Ach, und da müsst ihr mich durch die Gegend schleifen. Nun, ich will kein Risiko eingehen. Ihr etwa? Ja, vermutlich habt ihr recht. Ich klapper mir noch mal ein bisschen auf der Rüstung rum. Sporen. Und was Ja, machen die? du schnippst dir eine gerade so mit dem schönen dicken Kern, ist auf deiner Schulter gelandet, schnippst du weg von dir und merkst, dass sie dann, während du wegschnippst, sie explodiert. NW6 SP. Au. Nur für mich oder für die anderen auch? Ne, nur für dich. Och, das sind nur 3. SP. Ja, die Ja, 3, die ich generiert habe, kommen direkt auf jetzt deiner nochmal. Schulter gelandet und dementsprechend sprengt sie dir so ein bisschen Pulver in dein Gesicht. So rußig bleibt das zurück. Ja, tat nicht unbedingt so dolle weh, aber schon gefährlich. Himmels Willen. Ist das das Wehren, von dem ihr spracht, euer Gnaden? Nehme es an. Ich denke, ich gehe jetzt rein und vernichte dieses Ungetüm. Also bald möglich. Ja, und Seid ihr euch Achmat. sicher, wenn es noch mehr solcher Verteidigungen gibt, könnte das tödlich für euch enden? Nun, ich Wir werde müssen das das. Risiko auf mich nehmen müssen, wenn ich diese Arche vernichten will, bevor sie geboren wird. Er hat recht, wir müssen uns jetzt darum bekümmern, bevor wir am Ende noch unsere eigene Arche von ihr selbst zurückerobern müssen.
Ja, und mit den Worten sendet Ahmad dann wieder nach oben in den Befehlsturm. Ah, mir gefällt das gar nicht. Ich lasse derweil mal die Söldner in Bereitschaft versetzen, nur so für den Fall. Es tut mir so leid, Ahmad, aber ich kann nichts dagegen tun. Lass die Säure in die Maulgrotte fahren. Meint ihr wirklich, das wird helfen? Wir finden es raus. Es knarzt wieder und die Nährhöhle wird verschlossen. Sie füllt sich gerade mit Säure. Aber ich glaube, die dicken Blätter werden sie schützen. Vor allem, da es Säure von ihrer Mutter ist. Ah. Kann ich dieses Wesen vernichten? Ich bin ja immer noch dafür, dass du wartest. Es wird sich von alleine aus dem Blätterweg schälen, wenn es soweit ist. Und steht ich will aber nicht, dass es sich rausschält. Ich will jetzt eine Lösung, um dieses Wesen zu vernichten. Es ist ein Kokon, der ihn vor Schaden schützen soll. Du bist so ungeduldig. Natürlich bin ich das. Eine weitere Missgestalt bahnt sich den Weg auf Dere. Jetzt sag mir, wie man dieses verdammte Vieh vernichten kann. Nun, durchbrich profan oder mit deiner göttlichen Kraft diesen Kokon, entdecke im Inneren die Arche und zerschneide ihre kleinen Füßchen, das Herz, die Niere. Es ist noch sehr unterentwickelt. Oh. Daraufhin würde Ahmad dann auch nach unten gehen. Hilal rufen, bring mir mein Schwert. Beziehungsweise mein Säbel. Effortgeweihte, oder? Richtig. Ja. Ja, mit dem effortgeweihten Schwert an deiner Seite kannst du nach unten treten. Möchtest du noch andere Leute dazu rufen? Wenn ich sehe, dass Yalan sich da irgendwo positioniert hat, dann sollte ich die Maulgrotte auch wieder aufmachen. Die Säure rausfließen lassen. Und ja. Jalan reinwinken. Na, ich nehme mal mein Schild herbei, falls das Ding nochmal mit Sporen nach mir schießt. Geh ganz, ganz vorsichtig, immer wieder umsehend auf Ahmad zu. Euer Gnaden, was haltet ihr denn davon, wenn wir einfach die Maulgrotte aufmachen, draußen eine Rotze aufstellen und so lange draufschießen, bis das Ding tot ist? Das wäre natürlich eine Option. Ich weiß allerdings nicht, wie lange diese Geburt noch dauert. Eine Rotze auszubauen, obwohl. Ja, wir haben ja draußen welche stehen. Vielleicht ist es die sicherste Möglichkeit, ihr habt recht. Ich winke einfach mal Bronn zu, der vielleicht in der Nähe ist. Wer soll das machen? Wie viele Geschütze soll ich bemannen lassen? Hol mal zwei von der Küste herbei und stell sich auf. Zwei von der Küste. Mittlere Rotze. Ah, okay. Dann sind wir für den Fall schon mal bereit. Was war euer Plan, euer Gnaden? Mein Plan war, mich mit meinem Schwert durchzuschneiden. Herauszufinden, was da drin ist. Mehr herauszufinden über diese Archen. Er hat irgendwas von einem Herz gesagt. Ein Archenherz, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Mehrfach. Haben diese Dinger wirklich Herzen? Glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Wenn ihr auf dem Unterdeck in der Nähe des Hecks entlang geht, hört ihr es manchmal pulsieren. Banarias sagte mir, das sei wohl das Herz der Arche, das hier irgendwo schlägt. Ich schaue mir mal kurz diesen Keimling an. Wie dick sieht dieser Kokon aus? Könnte er da realistisch mit sich mit seinem Schwert durchschneiden? Also du weißt nicht, wie dick der Kokon ist, aber das Ding, was auch immer es ist, ist 10 Meter groß. Komm, 10 Meter geweihte Waffen. Könnte gehen. Und wenn ihr versuchen wollt, euch da hineinzuschneiden, dann stelle ich mich neben euch und decke euch, aber... Ach, was soll's. Los geht's. Machen wir. Also auf den Neugewurf. Machen wir trotzdem. Ich habe meinen Chip noch, ich komme damit. Ja, ich habe meinen Chip nicht, ich komme damit. Ja, ihr betretet die Nährhöhle und könnt sehen, wie sich die Sporen wohl allesamt auf der Kokonhülle abgelegt haben. Die Säure wird abgelassen und fließt aus dem Maul, aus den Zähnen heraus, mitten in das Wasser, brackig, und verpestet weiter die blutige See.
Die Perl, das Perlwasser. Hier direkt bei Helmport. Und der ein oder andere Steg, der noch nicht drunter gelitten hat, wird dann unter Knarzen nachgeben und auf das Wasser sinken. Kann man reparieren, wir haben noch Holz. Genau. Ja, dann nehme ich meinen effortheiligen Säbel und ramme ihn in den Kokon hinein. Ja. Ich stelle mich derweil mit dem Rücken zu ihm und gucke, ob von hinten irgendwas aus der Arche kriecht. Wasserleichen, von denen wir nicht wissen. Würfel doch mal beide Fingerfertigkeit. Es sei denn, ja, nee, wenn du willst nichts machen, dann nur Ahmad. Nö, alles ich habe sowieso einen Streitkolben. Ich kann hier nicht am Schneiden sein. Von ja, ist misslungen. Ja, dann triffst du unbeachtet auch ein paar Sporen, die sich da abgesetzt haben und bekommst 2W6 SP von den Sporen. Dein Säbel schneidet aber wie nichts Gutes durch die Oberfläche, durch die Hülle. Der Kokon ist etwa 10, 15 Zentimeter dick, also ziemlich, ziemlich dick eingesponnen mit, ja, Wurzelstücken. Und danach gibt es einmal nach und weiteres sapschiges Wasser fließt raus. Es stinkt bestialisch. Selbstbeherrschungsprobe bitte von euch beiden, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Oder... Kurz Frage. Ja. Ich nehme an, die Elfscharen werden nicht von Rüstungskrieg Dingens geblockt. Nee, SP, habe ich gesagt. Ich Alles möchte klar. die Konsti neu werfen mit dem Chip. Läuft. Easy. Gut, dann habt ihr es beide geschafft und könnt einmal kurz auf ja, Entfernung gehen, wenn dann das widerlich stinkende Fruchtwasser aus dem Ei, aus der Hülle hinausläuft. Dauert natürlich ein bisschen, weil bei 10 Metern und einem kleinen Riss müsst ihr da erstmal stehen. Es passiert aber auch weiter erstmal nichts. Gnaden, wie läuft das voran? Ich denke, gut soweit. Das ist gut. Dann gib dem Vieh bald mal den Stoß. Ich glaube nicht, dass wir es noch lange hier aushalten. Ja, ich würde dann tatsächlich versuchen, hier irgendwie noch so den Riss so ein bisschen mit dem Schwert zu erweitern, ohne dass ich da irgendwelche Sporen treffe. Ja, kannst du auch nochmal reinschneiden und nochmal abziehen, sodass du den Riss ein bisschen größer machst und es platzt dann auch weiter auf und durch den Druck gibt dann die Hülle weiter nach, musst dann auf deine Stiefel aufpassen, die dann von der Säure angeätzt werden. Brauchst ein Kutium auf alle Fälle Stiefel neue, denn dein Rüstungsschutz an den Beinen hat sich jetzt auf beiden Seiten jetzt um 2 vermindert. Das ist schon ordentlich. Ja. Auf alle Fälle stark korrodiert, dann kannst du sehen, wie nur noch wenig Wasser nachläuft. Und du kannst im Inneren eine hölzerne Spinne erkennen, die sich dort eingenistet hat. 8 lange Beine, ähnlich wie eure Arche, nur eingezogen. Definitiv mehr Aussehen als eine mehr Spinne als Schiff. Und zuckt da unruhig umher mit den Spinnenbeinen. Ungefähr die Arche ist 5 Meter groß. Okay, wenn die Arche jetzt so in diesem Zustand hier bleiben würde, würde die dann sterben? Das weißt du nicht. Alles klar. Sicher ist sicher, ich hack ihr die Beine ab. Ja, kannst dann hineintreten. Die windet sich dann auch mit jedem Schritt. Du bist ja immer noch leicht rot glühend. Pulsiert auch das Innere des Eis, wenn man so möchte, gibt leicht nach und... Du bist ja auch schon das erste Mal auf dieses Schiff gekommen, hast deine Hand angelegt. Ähnlich ist es jetzt auch hier. Sie windet sich unter deinen Schritten hinweg und versucht sich auf die Rückseite dieses Kokons, dieses Eis zu winden. Versucht auch mit den Beinchen nach dir zu hacken, zu schlagen. Da können wir auf alle Fälle mal 2 Paraden würfeln und 2 Angriffe. Bin ja bei ihm. Kann ich einer davon fangen? Kannst du auch machen. Okay. Kann ich das Meister parieren? Das kannst du meinetwegen auch Meister parieren. Na, dann mache ich mal hier eine Meisterparade erschwert um. Voller Geiz, 5. Komm, mach mal eine 4er Meisterparade. Ah, easy. Ja, ich stehe irgendwie rechts neben. Wenn er darauf hackt, stehe ich irgendwie rechts neben ihm und fange das andere Bein noch ab, damit es ihn nicht von der Seite erwischt. Warte mal, ich pariere ja auch mit meinem Schwert. Aber irgendwie gar nicht im Inventar. Verdammt. Hast du trotzdem geschafft? Jetzt war ja.
Einen Moment, ich muss gerade mal schauen, auf welcher Karte seid ihr gerade? Helmport? Wart auf Seitenspinne. Helmport gibt keine Karte. Maraskan werden schon. Ja, dann ziehe ich das gerade mal rüber auf Zeitenspinne. Um euch mal zu zeigen, wie die ungefähr aussehen. Natürlich auch noch einige Unmetallketten, die da herumhängen. Um Himmels Willen! Das Ding ist natürlich klein, ne? Also wir sagen jetzt 5 Meter. Das ist gerade ein Token mit. Background. Wow. Ja gut, ne? Also. Also so in etwa könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr dann versucht, die Beine abzuhacken, auch wenn nach vorne zucken die Mandibeln, denn ja, es greift natürlich auch an. Parade ist gelungen. Ja, ihr könnt nochmal 2 Angriffe würfeln. Bei Jarlan wird das sicherlich nicht so sehr viel bringen. Der hat sich da einen profanen Anderthalbhänder genommen. 3 Kolben. Aber mit einem nicht nur geweihten, sondern mit einem Effort-geweihten Schwert wird dann natürlich jeder Schnitt ein Bein abtrennen. Ich mache mich da gar nicht erst dran. Ich konzentriere mich einfach darauf, auch mal zu decken. Ja, Parade, dein Großschild splittert auch leicht in der Mitte. Du siehst, wie dann Unmetall auf der Seite hindurch sticht und du musst dann deinen Kopf auch in Sicherheit bringen. Dein Arm wird aber nicht getroffen, da bist du sehr glücklich drüber, aber auch dein Schild verliert Bruchfaktor. Einen Punkt, soll ich proben? Ja, mach mal einen zweiten gleich hinterher. Wenn du dann munter parierst, bekommst du 2 Bruchfaktorproben und steigt um 2 Punkte. Und Ahmad kann Schaden raushauen, einfach mal um es ausgewürfelt zu haben. Aber wie gesagt, jeder Schnitt trifft auch. Du kannst auf der Unterseite dieses Dinges sehen, ein noch offenes, nicht geschütztes Herz, das hier leicht pumpt, pulsiert und von Unwasser ja durch die einzelnen Adern, hier sind das noch nicht so sehr viele, nach oben leitet. Dann 20 Schaden. 20 Schaden, ja, das ist ja gar nicht so viel. Ja, das stimmt. Ist schon verdoppelt, ne? Ja, genau. Ja. Ja, du musst auf alle Fälle sehr, sehr lange hacken, bis es dann beinlos auf dem Inneren dieses Eis, der Höhle des Kokons, liegen bleibt, sich windet, noch einige Unmetallketten versucht ja, zu bewegen. Die kannst du allerdings auch spielerisch abwehren, auch der Schild von Jarlan, der dir hilft. Und dann liegt es leicht auf der Seite, das Herz offen und das junge Leben wird hier sicherlich gleich sehr schnell beendet werden. Kannst du mir das nichts mehr tun. Also wenn es nichts mehr tun kann, dann würde ich das Wesen erstmal so lassen. Ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich denke, jetzt kann sich das Magistra Kohlrab sicher ansehen. Sehr wohl. Es kreischt auch. Man ist sich nicht ganz sicher, ob Dämonen Schmerzen erleiden, aber zumindest hört es sich so an. Vielleicht ist das auch meine Finte. Selbst wenn hat es alles verdient, was sie da gerade erlebt. Jetzt wieder natürliche Wesen. Lass uns endlich hier verschwinden, mir gefällt das nicht. Kann ich irgendwie den Mund abhacken, wenn es sowas gibt? Die Mandibeln würde gehen, ja. Ja, dann würde ich das machen. Die zucken auch noch einmal sehr lieblos nach dir, versuchen dich zu stechen und dich mit Gift zu füllen. Du weißt, dass Spinnen sehr, sehr tödlich sein können, auch in Fasar, aber wenn dich so ein Wesen, ein 5 Meter große Spinne aus Unmetall und aus Unwasser sticht, dann wird das sicherlich sehr, sehr schmerzhaft oder tödlich werden. Die abgetrennten Beine, die in leichter Entfernung liegen, versuchen noch einmal mit Ketten herangezogen zu werden, um sich wieder ranzubinden oder nachzuwachsen. Auf der einen Seite kannst du sehen, wie da wohl wieder was rausgedrückt wird, ein neues Bein, was allerdings nicht mehr klappt und ja, ist einfach unfähig noch zu irgendeiner Handlung. Und die einzelnen Metallstücke, Holz, verendet dann auch, rostet. Du kannst dabei zusehen, dass ja, der Baum... Ja, Holz, das modert einfach. Borkenstücke, die herabfallen. Und ja, nach ungefähr 5 Minuten kommt dann Magistra Kohlrab geholt heran. Will Kiaras auch dabei sein? Oder schaut er nur zu? Ich schau zu. Schmerzensschreie, die ganze Arche erfüllen. Selbstverständlich auch Helmport. Xyleste heult oben. Ja, Magister Kohlrab kommt. Was bei allen Göttern? Ihr wolltet die Arche erforschen? Das ist die Gelegenheit. Ein neuer Keimling. Richtig. Ich denke, Sie sind am besten in der Lage, dieses Wesen zu erforschen. Wie das alles vonstatten geht mit der Geburt und so weiter und so fort.
Ich glaube nicht, dass dieses Wesen noch einmal geboren wird. Auf alle Fälle eine Odem Arcanum, Analys Arcan Struktur. Schaut sie einmal euch an euch vorbei, betrachtet sich das Ei, ihre Augen glänzen leicht weiß-rötlich und sie ist definitiv gerade in einer anderen Welt. Schaut an euch vorbei, durch euch durch. Erstaunlich. Ein anderes Wurzelzeichen. Sie, fest einmal ihre Handschuhe, holt sie vor vom Gürtel, zieht sich an und streicht dann über den glitschigen Boden, betrachtet dann das Öl an ihren Fingern. Ganz andere Wurzelzeichen. Definitiv eine neue Generation. Die Elternteile. Dieses Wesen ist auf alle Fälle weniger dämonisch als ihr Mutterschiff. Mit jeder Generation verlassen sie die siebte Sphäre und werden ein Teil dieser Sphäre. Wesentlich schwächer ausgeprägt. Aber manifest. Interessant. Ich denke, es wird in, nun sagen wir, 2 Tagen von alleine sterben, so wie ich das hier grüne Farbe. Hier fehlt definitiv noch ein Teil. Und in diesem Kosmos? Ja. Was sagtet ihr? Verzeihung, sie lässt den Zauber fallen und ihre Augen nehmen wieder die normale Farbe an. Ich sagte eigentlich nur, analysieren Sie, was Sie analysieren wollen, bevor wir dieses Wesen zurück in die Niederhöllen schicken. Nun, ich vermute, ihr könnt es jetzt bereits in die Niederhöllen zurückschicken. Ihr braucht keine weiteren Analysen? Das wäre wenig sinnvoll. Jede Arche müsste von alleine analysiert werden. Wenn wir es jetzt und hier vernichten, dann muss ich die Wurzelzeichen nicht studieren, weil es nie auf dem Perlenmeer umherziehen wird. Ich brauche keinen wahren Namen erforschen, wenn es niemals einen Steuerbaum besitzen wird. Dann geht Achmal wieder rein und rammt das Schwert in das Herz. Ja, du merkst, wie ein weiterer Ruck durchgeht und es krümmt sich zusammen, sodass der lange Teil mehr spiralförmig wird, wie ein Steckenhaus zieht es sich jetzt zusammen. Und verendet dann, blutet weiter aus. Diesmal ist es wirklich rotes Blut und kein Unwasser. Und verkrustet, verholzt dann weiter. Weiteres Rosten setzt ein. Ein bisschen zucken und dann ist es still. Ein Problem weniger, um das hier gekümmert werden muss. Hoffentlich nur eins von vielen. Dieses Wesen war definitiv mehr tierisch, möchte ich meinen. Natürlich immer noch ein Dämon, aber... beängstigend. Der Tier? Ja. Wesen ist ein Dämon. Egal wie viel ist Tier das, da drin steckt. Es ist immer noch Daimonid. Nicht dämonisch, Daimonid. Ja, aber sehr erstaunlich, dass mit jeder Generation diese Wesen schwächer werden und mehr auf dieser Ebene verwurzelt sind. Ich hatte euch ja bereits von den Namen berichtet, Achmat. Man kann dieses Schiff auch mit einem Pentagramma und dem Namen austreiben, exorzieren, sodass es wie tot, wie eben ein normales Schiff, auf den Meeresgrund absinkt. Damit kann man ihm das Leben entziehen und den dämonischen Teil zurück in die siebte Sphäre drängen. Das ist bei so einem Schiff, sie deutet auf dieses kleine Wesen, schwerlich möglich. Der wahre Name ist schwächer geworden und selbstverständlich, es lebt noch, aber wie gesagt, wie Menschen leben, wie Tiere leben. Man kann nicht einfach durch einen wahren Namen, den beispielsweise ihr habt, wobei ihr, glaube ich, keinen haben solltet, aber ein Magier, der vielleicht Probleme hatte bei seiner Geburt, kann ebenso zurückgedrängt werden in andere Sphären, seine Seele kann entrissen werden, wenn man denn so möchte. Das ist bei diesem Wesen nicht möglich. Sie sind stärker und schwächer zugleich. Können wir es nicht auf die gute alte Art machen und so lange draufschießen, bis es absäuft? Das geht selbstverständlich immer. Ist aber bei einem größeren Wesen schwerlich. Ich meine, stellt euch vor, wir haben nun die Perlenwacht, sagtet ihr, ist der neue Name des Schiffes. Ohne ein effortgeweihtes Horn, den Klang, ohne ein Kapitän an Bord, der Gutes vermag. Stellt euch vor, ihr steht vor diesem Schiff und wollt es einnehmen, erobern.
auf das Herz schießen oder es zerhacken, wie ihr es eben getan habt. Das wird wohl nicht möglich sein. Ich stelle mir gerade vor, eine 200 Schritt große Plagbringer, gespickt mit modernden Zombies, toten Alrix, Piraten, die immer noch leben, irgendwelche Wasserkreaturen, Unwasserkreaturen, Haimenschen, belebt bis zum geht nicht mehr, dass man so auf profanem Wege ins Herzzentrum dringt und ihm dann den letzten Streich beibringt. Wie er es auch tut. Irgendeinen Weg gibt es immer. Man muss ihn nur finden. Also gut, diese Schwangerschaft ist wohl beendet. Sehr wohl. Ist die Frage, wann wollen wir aufbrechen? Mir behagt es nicht, die Zivilisten hier in dem Dorf weiterer Gefahren auszusetzen. Bald. Wir müssen erst mit den Maraskanern sprechen. Verstehe. Ich meine, ihr wollt da mitkommen? Jetzt, wo das hier erledigt ist? Ich denke schon, ja. Gut. Ich suche dann derweil mal. Achso, organisatorische Frage. Zahlen wir die Spieler am 30. aus und rechnen dann in 30 Tagen weiter oder erst, wenn wir an Land sind? Gute Frage. Weil das wäre alle 30 Tage wäre einfacher, als die jetzt mal nachzurechnen. Das ist meine Meinung. Ja, machen wir das lieber so am 30. Gut. Dann hat jeder jetzt 50 Dukaten verdient. Ich suche Jaras. Den sollst du wohl auch finden. Ich verstecke mich nicht. No. Jaras, hast du schon einen von den Zivilisten gesprochen mit ihnen? Nun, ich war gerade auf dem Weg. Gut, dann wollen wir doch direkt mitkommen. Von mir aus. Dann kommt, ich hatte vor, mit jedem Einzelnen zu sprechen. Oder zumindest mit den Anführern von gewissen Gruppen. Am Waldrand könnt ihr 5 neue Personen erkennen, die sich bisher noch nicht zu euch gesellt haben. Sie sind allesamt in schwarze, dunkle, eng anliegende Kleidung gehüllt oder in Hartholz, Harnische oder ungepflegte Metallrüstung. Sie stehen mit verschränkten Armen dort, haben einen Diskus dabei und ebenso ein paar Bögen auf dem Rücken. Ein paar andere Schwerter, die an dem Gürtel baumeln, und die schauen euch finster an.